Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, in der letzten Folge wurden wir noch einmal kurz überrascht. Mir ist wieder kalt. Ja, da können wir eben auch schnell was essen. Schmeiß mir nochmal Geld rein. Da laufen die wieder. Da einer. Nur einer. Wenn wir gleich nach dem Stack ausschalten. Noch mehr Knochen bist du. Jetzt ist die weg. Ja, Essen ist fertig. Ja, wieder kalt. Ne, sind doch ein paar mehr. Paar Gollums. Mir wieder das hier versuchen. Habe ich den überhaupt getroffen? Den habe ich erwischt. Da geblieben. Nein! Headshot. Sind wir abgehauen? Die Pfeile will ich natürlich wieder haben. Nein, ist noch einer. Absolut nicht schön, dass die mich hier jetzt attackiert haben. Kleines einfaches Feuer noch mal. So. Den setzen wir da drauf. Du schon wieder. Hast noch nicht genug?
Guck mal, was mit deinem Freund passiert. Ja, du bist der Nächste. Wie viele Knochen? Boah! Einmal ist er da. Warte. Ja, Headshot. Es klang, als wäre da noch einer. Aus dem. Auch noch mal einen machen. Ne? Lag da nicht noch einer? Ich glaube, der hatte kurz gezeigt gehabt, dass da noch jemand ist. Und ich habe Durst. Jo, der ist fertig. Nee. Okay, aber wir sind eh voll, was Knochenrüstung angeht. Und ich glaube, die meisten haben wir von denen schon verscheucht. Ich glaube, mehr habe ich hier jetzt auch nicht rumliegen. Ein Baumstamm. Und wenn doch, sind die mir jetzt gerade für den Moment egal. Weil wir haben hier eh schon was voll. So, ich brauche noch mal was zu essen. Der hier ist voll. Jo, wir haben alle voll. Und diesmal richtig voll. Dann heißt das, wir können wieder zurück. Na,
die Nacht ist auch schon gleich vorbei. Ich glaube, wir haben auch eine Mondfinsternis oder sowas gehabt. Weil nur die Umrandung vom Mond zu sehen war. Wo sind die? Ich habe die irgendwo gehört. Den wollen wir. Ah, da sind sie. Das ist nur eine. Kann es sein, dass das die letzte von dem Trupp war, das vorher überlebt hatte? Von dem 10er-Trupp? Ja, meine Spülmaschine ist fertig. Hat man im Hintergrund gehört. Ich vermute ihr nicht, oder ich hoffe ihr nicht. Aber ich glaube, die eine da. Das war von den 2 5er-Trupps, die wir ausgeschaltet hatten. Eine der letzten Überlebenden, weil die ist momentan nur allein unterwegs. Ein bisschen so bewegen. So, müsste reichen. Machen wir da hinten erstmal die Treppe fertig. Sobald wir die erledigt haben, gehen wir hoch. Und holen uns den Kran runter. So, einer noch hierfür. Sieht immer noch scheiße aus. Muss ich anders machen.
Auch immer gut gegen die Kante hier zu stoßen, ey. So, und einmal nach ganz oben. So, mit der Decke wird es irgendwie am schnellsten gehen, finde ich. Ja. Das sah auch interessant aus hier. Hallo? Schweben wir erstmal mit, hä? Und das mit der Decke da oben wird irgendwie am schnellsten hier, weil wir jetzt den Kran haben. War sehr, sehr knapp. Einen haben wir da noch. Den nehmen wir mit. Haben wir schon. Nice. Jetzt will ich wissen, wie weit das da hinten aussieht. Wie weit wir da gekommen sind. Ja, ist schon ordentlich. Hier haben wir schon eine Überdachung, das ist gut. So wird das dann auch am Ende aussehen, dann hier. Wenn das Lagerraum ist. Ist schon nice.
Heißt hier, der Treppenhaus ist ja auch schon fertig. Ja. Das hier gefällt mir irgendwie gar nicht mit der Treppe. Absolut nicht. Müssen wir mal anders planen. Aber hier kommt dann auf jeden Fall so eine kleine Zugbrücke oder sowas hin, wie so ein Turm. Meine Nachbarn oben machen bestimmt Lärm. Komm, geh. Schaukel mal. Blödes Teil. Dann bleib zu. So, will ja das. Wir machen es mal anders. Wenn wir hier mal ein bisschen hochfahren. So. Okay. Von da soll ja auf diesen Felsen und dann auf dem Felsen jeweils ein kleiner Turm sein. Und dann von hier, wo die Tür ist, zu dem Felsen eine kleine Zugbrücke zu dem Turm. Und dann von dem Turm zu dem Turm, der dort aufgebaut wird, ebenfalls noch eine Brücke. Und dann da auch noch mal so eine kleine Festung oder sowas. Beziehungsweise von dem Turm aus soll keine Zugbrücke da rein. Der Turm soll ja zu der kleineren Festung da angeschlossen sein, mit angebaut. Hey, wir können ja fliegen. Aber als allererstes will ich ja das hier fertig haben und dann oben noch mal so eine kleine Mauer drumherum haben und auf der Mauer quasi noch mal so was. Küche wollte ich essen. So, ein Fleisch. So, warten wir eben noch drauf. Aber ich bin gespannt, wie das auch dann am Ende aussieht, wenn es fertig ist hier. Hier sind auch alle wieder richtig voll. Nice. So. Ich würde aber sagen, ich beende die Aufnahmesession dann mal für heute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.